Vielen Dank, Dieter. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie gerade gehört, Sicherheit ist und bleibt eine Domäne von Mercedes-Benz. Von den rund 2.200 Patenten, die wir im letzten Jahr angemeldet haben, liegen allein ein Drittel im Bereich der Sicherheit. Die wichtigsten Sicherheitsinnovationen haben wir natürlich unserem Flaggschiff mit auf den Weg gegeben. Und diese Sicherheitssysteme sind ein entscheidender Grund dafür, dass Mercedes-Benz jetzt wieder ein Platz 1 der innovationsstärksten Automobilmarke steht. Die Nummer 1 zu sein, das, meine Damen und Herren, ist unser Anspruch. Und der denkbar beste Innovationsmotor ist die neue S-Klasse. Lassen wir einfach die Fakten sprechen. Die S-Klasse ist ein Hightech-Automobil, in das wir unsere volle Entwicklungspower investiert haben. Die aufwendigsten Computersimulationen und dazu das anspruchsvollste Real-Life-Testing-Programm der Mercedes-Historie. Unter dem Strich war es die intensivste Erprobung, die wir jemals einem neuen Mercedes verordnet haben. Als Ergebnis kombiniert die neue S-Klasse sicheres und komfortables Fahrverhalten mit ausgeprägter Fahrdynamik und Top-Effizienz. Hinzu kommen höchste Crashsicherheit auf der einen Seite sowie herausragende Karosseriesteifigkeit für den besten Geräusch- und Schwingungskomfort auf der anderen Seite. Dies alles verdanken wir einem Konzept, das wir 3D Body Engineering nennen. Die Karosserie zeigt, wie intelligenter Leichtbau bei Mercedes-Benz aussieht, meine Damen und Herren. Und darauf sind wir bei der neuen S-Klasse ganz besonders stolz. Auf unserem Aluminium-Hybrid-Rohbau der dritten Generation. Die Konstruktion besteht zur Hälfte aus Leichtmetall. In Kombination mit hochfesten und höchstfesten Stählen erreichen wir eine ausgezeichnete Karosseriesteifigkeit bei deutlich reduziertem Gewicht. Dieser intelligente Materialmix bringt die neue S-Klasse weit nach vorn. Im Vergleich zum Vorgänger erreichen wir Gewichtseinsparungen von bis zu 100 Kilogramm bei gleichzeitig erhöhter Torsionssteifigkeit um 50%. Das ist ein Wort. Unsere dritte konstruktive Säule neben Sicherheit und Leichtbau ist Aero Engineering. Mercedes-Benz stellt heute in fast allen Segmenten den amtierenden Aerodynamik-Champion. Den niedrigsten Luftwiderstandsbeiwert überhaupt erzielt der neue CLA CW 0,22. Wow! Das macht ihn zum Weltmeister aller Klassen. Ihm folgt nun dicht auf die neue S-Klasse. Mit einem CW-Wert von 0,24 startet sie als strömungsgünstigste Luxuslimousine der Welt. Windgeräusche im Innenraum sind kaum noch wahrnehmbar. Deshalb ist die neue S-Klasse auch aeroakustisch absolut top. Noch windschnittiger und leiser ist nur der S300 Blue Deck Hybrid, den wir ebenfalls im ersten Jahr der neuen S-Klasse auf den Markt bringen. Der Dieselhybrid erreicht einen unerhört niedrigen CW-Wert von 0,23. So einen Wert hat es in dieser Klasse noch nie gegeben. Dank ihrer exzellenten Aerodynamik erreicht die S-Klasse zudem einen ungewöhnlich niedrigen Gesamtwiderstand. Für die vielen Autoexperten unter Ihnen, CW mal A 0,57. Damit nimmt die S-Klasse selbst populären Kompaktmodellen mit Schrägheck den sprichwörtlichen Wind aus den Segeln. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, damit geht uns noch lange die Luft nicht aus. Denn Mitte dieses Jahres nehmen wir in Sindelfingen einen neuen Windkanal in Betrieb. So schaffen wir mit Innovationen in Hightech die besten Voraussetzungen, um Mercedes-Automobile noch strömungsgünstiger zu machen, damit auch noch effizienter und sparsamer. Effizienzsteigerung ist eine Disziplin, in der wir ebenfalls den Titel Best in Class anvisieren. Denn neben dem unfallfreien Fahren zählt das emissionsfreie Fahren zu einem der ganz großen Ziele, die wir konsequent verfolgen. Und auch hier
liegen wir präzise auf Kurs. Im Startjahr der neuen S-Klasse bieten wir 4 verschiedene Antriebsvarianten an. Jeweils einen Benziner und Diesel modernster Bauart sowie 2 Hybride. Alle Triebwerke sind sparsamer und emissionsärmer als ihre Vorgänger, in der Spitze um bis zu 20%. Natürlich erfüllen alle Motoren schon heute die Euro 6-Norm. Und jeder Antrieb ist in seiner Leistungsklasse führend in der Effizienz. Der vorerst leistungsstärkste Motor im Portfolio ist unser V8 im S500. Gemessen an seiner enormen Kraftentfaltung ist sein Kraftstoffverbrauch eher bescheiden. Deshalb gilt, die neue S-Klasse erreicht Verbrauchswerte, die vor wenigen Jahren selbst in der Mittelklasse utopisch schienen. Aber es geht noch sparsamer. Zum Beispiel mit unserem neuen S400 Hybrid, der vom ersten Verkaufstag erhältlich ist. Der Benziner leistet mehr als 300 PS, doch beim Verbrauch steht nur noch eine 6 vor dem Komma. Und weil er damit weniger als 150 Gramm CO2 pro Kilometer emittiert, wird er in Deutschland mit der Einstufung in die Effizienzklasse A belohnt. Dasselbe schafft unser neuer S500 BlueTEC. Beim Drehmoment steht der V6 Diesel dem V8 Benziner kaum nach. Beim Verbrauch ist er mit knapp über 5 Liter allerdings deutlich zurückhaltender. Dafür gibt es zum zweiten Mal die Effizienzklasse A. Und vermutlich ahnen Sie, meine Damen und Herren, was jetzt kommt. Genau, eine 4 vor dem Komma. Damit glänzt unser S300 BlueTEC Hybrid, der nur 4,4 Liter Diesel verbraucht und lediglich 115 Gramm CO2 emittiert. Das ist hervorragend und bringt die Top-Wertung A+. Meine Damen und Herren, interessant zu sehen ist, woher wir kommen. Schauen wir einmal kurz in die Vergangenheit. 500 Newtonmeter Drehmoment konnte man 1967 im damaligen Mercedes Topmodell genießen, dem 300 SL 6,3 Liter V8. Das war die Zeit, als Janis Joplin ihren legendären Hit Mercedes-Benz aufgenommen hat. Sie erinnern sich bestimmt. Wow. Der V8 war zu seiner Zeit ein großartiger Motor, der sich jedoch im Schnitt 15,5 Liter Benzin genehmigt hat. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von 361 Gramm. Und nun rücken wir vor ins Jahr 2010, das Jahr, in dem wir den ersten Vierzylinder in einer S-Klasse vorgestellt haben. Bei gleichem Drehmoment, 500 Newtonmeter, schrumpfte der Verbrauch dramatisch um sage und schreibe 2/3. Oh Lord, man glaubt's kaum. Denn damit hatten wir das erste 5-Liter-Auto in der Luxusklasse. Und der nächste Superlativ kommt jetzt mit der ersten 4-Liter-S-Klasse. Das sind nur noch 115 Gramm CO2 pro Kilometer. Und selbst das ist noch nicht das Ende. Denn als weiterer Meilenstein folgt nächstes Jahr der S500 Plug-in-Hybrid. Die erste S-Klasse, die beim Verbrauch eine 3 vor dem Komma tragen wird. Und die erste Luxuslimousine der Welt, die weniger als 75 Gramm CO2 emittiert. Diese Zahlen, meine Damen und Herren, beweisen es, die S-Klasse, das Synonym für Luxus und Leistung im Automobilbau, ist auch unser wichtigster Schrittmacher auf dem Weg zum lokal emissionsfreien Fahren. Dabei bleibt es auch für die nächste Generation. Die S-Klasse bietet in jeder Dimension das Beste. Das gilt nicht nur für die Papierform, sondern vor allem auch für das reale Fahrerlebnis in der neuen S-Klasse. Spitzenklasse in puncto Sicherheit, Komfort und Dynamik garantiert bereits das Serienfahrwerk. Eine Weiterentwicklung unserer Luftfeder Airmatic. Aber die S-Klasse hat noch etwas Neues in petto, das in
dass ihren Status als Pionier des autonomen Fortschritts unterstreicht. Eine weitere Weltneuheit, Magic Body Control. Das erste Fahrwerk, das vorausschauend agiert, weil es sehen kann. Magic Body Control erkennt Fahrbahnunebenheiten mit Hilfe der Stereokamera und stellt das Fahrwerk blitzschnell darauf ein. Das macht die S-Klasse extrem komfortabel. Es ist das erste Auto, in dem man auf der Straße tatsächlich über den Wolken schweben kann. Meine Damen und Herren, das alles und noch viel mehr macht die neue S-Klasse zu einer perfekten Verkörperung des Mercedes-Benz Markenversprechens. Mehr darüber und speziell über das Thema Modern Luxury erfahren Sie gleich noch von meinem Kollegen Joachim Schmidt. Ich habe vorher nur noch eine letzte technische Neuigkeit für Sie, einen Hinweis. Unser künftiges Flaggschiff bietet in der Tat mehr von allem. Nur eins, meine Damen und Herren, fehlt komplett. Die neue S-Klasse ist das erste Auto ganz ohne Glühlampe. Aber keine Sorge, wir lassen niemand im Dunkeln stehen. Vielmehr schlagen wir auch hier ein völlig neues Kapitel auf. Denn von jetzt an bringt die S-Klasse den Stern mit 500 LEDs zum Leuchten. So viel, meine Damen und Herren, von mir und damit zurück zu Judith Rakers. Hallo. Herzlichen Dank. Mal abklatschen. Ich habe ja auch zugehört da hinten. Ne? Hoffe ich. Und das mit den Glühlampen, das glaube ich Ihnen. Aber das mit den 3 Litern glaube ich Ihnen nicht. Das ist so. Das machen wir wirklich. Die S-Klasse, absolute Effizienz und Spaß macht es auch noch. Und steht das dann nur im Prospekt? Ich meine, das kennen wir ja alle. Oder ist es dann wirklich eine 3 vor dem Komma? Fahren wir zusammen, ich zeige es Ihnen. Sie kennen meinen Fahrstil nicht. Ich habe ein sehr, sehr kleines Auto, sehr klein, und das verbraucht 11 Liter. Wahrscheinlich die falsche Marke. Ist das das Problem? Sie haben ja keine sehr, sehr kleinen Autos. Sie werden sich wundern, was wir noch alles haben. Okay, wunderbar. Aber man kann auf jeden Fall zusammenfassend sagen, dass die Zeit, in denen Tankstellenbesitzer sich die Hände gerieben haben, wenn eine S-Klasse vorfährt, die sind vorbei? Ja, der freut sich auch, wenn das schöne Auto sieht. Sehr gut geantwortet. Nicht mehr so groß, ja. Ja, meine Damen und Herren, der Mann, den Tankwarte fürchten und gleichzeitig auch lieben. Dankeschön. Danke. Vielen Dank für die Präsentation.